Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute gibt es mal eine AMC Entertainment Analyse anhand der Zahlen, die wir hier sehen. Das Rating bei Trader Fox wurde ausgesetzt wegen abnormaler Kursentwicklung. Und ja, ich denke mal, es ist ja kein Geheimnis, was da im Januar passiert ist. Und viele Anleger hoffen natürlich, dass es jetzt bis zum 4. Mai nochmal zum Short Squeeze kommt. Das wird man dann sehen, aber wie gesagt, heute einfach nur mal die Zahlen. Ja, momentan ist der AMC-Kurs bei 7,76 €. Hier Börsenwert von 4,18 Milliarden US-Dollar. Und ja, wenn man das hier mal sieht in der Grafik, die Umsatz- und Gewinnentwicklung, dann sieht es doch ja, relativ schlecht aus, jetzt vor allen Dingen in den letzten Jahren. Das Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre hier bei minus 15,86%. Ja, auch die Stabilität des Umsatzwachstums der letzten 5 Jahre minus 30,86%. Also man sieht hier auch ganz gut den Umsatz von 2013 bis 2019 ging es eigentlich ganz gut nach oben. Hier schon ein paar Verluste gemacht und dann 1920 sah es hier ja, ganz schlecht aus. Ja, 0 von 4 Punkten bei Wachstum und Stabilität für AMC. Bei Profitabilität und Rentabilität sieht es ähnlich aus. Also die Eigenkapitalrendite minus 1,71% und die Nettogewinnmarge bei minus 123,37%. Ja, ist natürlich jetzt pandemiebedingt, mussten ja die Kinos jetzt das letzte Jahr über schließen. Jetzt öffnen sie langsam wieder. Ich meine, 99% sind wieder geöffnet. Natürlich nicht mit der vollen Kapazität. Deswegen wird es noch ein wenig dauern, bis da das auf jeden Fall hochgehen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass im Sommer dadurch, dass ja auch viele große Filme anlaufen, dass es dann vielleicht ein wenig besser wird, aber das gilt natürlich abzuwarten. Ja, die Volatilität und die Kursentwicklung auch 0 von 3 Punkten, Volatilität sehr hoch mit 25,91% und hier sage ich immer wieder, wenn man die Aktie kaufen möchte, dann sollte man eine Limit-Kauforder erstellen, weil sonst kann das mal ganz schnell zu bösen Überraschungen führen. Die Performance pro Jahr bei minus 15,76% und die Kursstabilität auch sehr, sehr schlecht bei minus 88,24%. Ja, Finanzverschuldung bei 110,77%, also sehr, sehr hoch. Und ansonsten sieht es hier bei Sicherheit und Bilanz auch sehr schlecht aus. Ja, also anhand der Zahlen sieht es für AMC sehr, sehr schlecht aus. Jedoch wissen wir ja auch, dass AMC eine gehypte Aktie auf Wall Street Bets immer noch ist. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt immer noch unter den 10 meistdiskutierten Aktien sind. Wahrscheinlich schon. Und viele hoffen natürlich auf den Short Squeeze. Wie gesagt, es bleibt natürlich abzuwarten. Hier einmal nur die Darstellung anhand der Zahlen und die sehen eben nicht sonderlich gut aus. Ja, falls es hier Neuigkeiten gibt, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Aber so viel erstmal dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Video. Bis dann!